Heute gibt es tatsächlich mal wieder ein Review zu einer Marke, die wir schon längere Zeit nicht mehr auf diesem Kanal hatten. Und damit willkommen bei Fresh Poseidon, Reviews zum Thema Gaming Booster. Heute wieder mit einem Holy Energy Video am Start. Und zwar hat Holy nach 5 Monaten Wartezeit eine neue Sorte rausgebracht, den Pomegranate Piranha. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf diese Sorte. Wir haben hier nämlich eine kleine Neuheit. Wir haben hier nur eine Geschmacksrichtung mit drinne. Und ja, bei Holy gab es sonst immer mehrere Geschmacksrichtungen in einem. Heute ist es tatsächlich mal eine reine Pomegranate-Sorte. Und wir werden das Ganze jetzt auf Herz und Nieren testen und natürlich einen Geschmackstest machen. Und wichtig ist vorab immer zu sagen, dass bei Holy kein Zucker, kein Taurin verwendet wird. Wir haben hier kein Bullshit drin. Alles natürliche Inhaltsstoffe und natürlicher Geschmack. Und 150 Milligramm Koffein sind hier drin. Mit Newcaf bedeutet also, das verteilt sich so nach und nach im Körper, damit ihr immer einen gleichbleibenden Koffeinpush bekommt. Ich glaube, das Ganze wirkt so über 4 Stunden und dass man halt keinen plötzlichen Koffeincrash bekommt. Und ja, heute werde ich das Ganze ein bisschen anders machen. Das werde ich euch vorab sagen. Ich habe mir von Arizona noch den Pomegranate Eistee besorgt. Ich hatte ja einen Kommentar, ob ich nicht mal so einen Vergleich machen könnte, damit man so einen kleinen Eindruck davon bekommt, ob es halt wirklich mehr so Richtung Saft geht oder ob es halt trotzdem noch ja wie ein Gaming Booster schmeckt. Und das werden wir heute auf jeden Fall testen. Natürlich haben wir hier 5 Gramm Zucker mit drin. Wird natürlich dann wahrscheinlich von der Süße ein bisschen doller sein hier. Aber trotzdem werde ich das Ganze mal so ein bisschen miteinander vergleichen, damit man da halt einen guten Eindruck bekommt. Und würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an, die Probe in meinen Shaker zu hauen. Ich habe hier noch meinen, tatsächlich noch immer noch meinen ersten Holy Shaker. Ja, wir werden das jetzt einfach in dem machen und dann werden wir mal gucken, wie die neue Sorte heute schmecken wird. Ich konnte bisher ja über die Booster nichts wirklich sagen, dass sie mir nicht schmecken. Die waren eigentlich alle soweit in Ordnung. Riechen tut das Ganze auf jeden Fall schon ganz angenehm. Also der Geruch ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hat so einen leicht süßlichen Geruch irgendwie. Ich werde das Ganze jetzt einmal shaken. Dann werde ich das mit kohlensäurehaltigem Wasser, wie immer, auffüllen. Ihr kennt es ja. Ja. Aber ich werde in Zukunft, was das Wasser angeht, dann doch auf heller umsteigen und nicht immer mein gut und günstig Wasser. So. Sollte eigentlich soweit reichen. Wichtig ist auch noch zu sagen, wenn hier so weiße Klümpchen schwimmen, nicht denken, das hat sich nicht richtig aufgelöst. Nicht nochmal kräftig shaken oder so. Das ist das Newcaf, was da oben schwimmt. Also, wie gesagt, nicht wundern. So, dann werden wir da jetzt noch mal ein bisschen kohlensäurehaltiges Wasser auffüllen, damit wir hier auch einen schönen vollen Shaker zum Probieren haben. Und ich bin wirklich echt gespannt auf den Geschmack, wie das Ganze heute ankommen wird. Und dann werden wir im Anschluss einmal einen Schluck vom Arizona nehmen, um einen Vergleich zu haben. So. Shaker richtig schließen, dass wir hier nicht rumsauen. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt probieren. Ich bin echt gespannt jetzt auf die neue Sorte. Nach 5 Monaten sind wir endlich in der Lage, einen neuen Gaming Booster von Holy zu probieren. Und würde sagen, wir testen mal. Also im allerersten Moment, wenn man ansetzt zum Trinken, hat man tatsächlich einen sehr kräftigen Granatapfelgeschmack, auch so ein bisschen süßlicher. Der hat auch eine gute Säure, also einen leicht säuerlichen Geschmack am Ende. Aber am Anfang, finde ich, hat er so einen süßlichen Geschmack. Und wenn es dann so ein bisschen länger im Mund ist, dann kommt so eine schöne Säure, die sich auch so ein bisschen auf die Zunge legt. Also der Granatapfelgeschmack ist tatsächlich wirklich echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Meine Befürchtung ist halt, dass es auf Dauer ein bisschen langweilig sein könnte, ein bisschen eintönig. Trotzdem finde ich den Granatapfelgeschmack gar nicht schlecht. Ist auf jeden Fall gewohnt gut, sage ich mal. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es von Holy etwas gibt, was nicht schmeckt. Man muss ja sagen, die Gaming Booster sind wirklich nicht schlecht. Auch der Pomegranate-Geschmack ist wirklich sehr gut.
Ist auf jeden Fall eine sehr gute Sorte, muss ich wieder sagen. Ich werde jetzt nochmal den Arizona probieren, um einfach so einen kleinen Vergleich machen zu können. Werde mal gucken, ob der Unterschied wirklich zu schmecken ist oder ob es wirklich so Richtung Eistee geht. Ja, also es ist wirklich echt ein himmelweiter Unterschied. Also ich will das jetzt hier gar nicht irgendwie in den Himmel loben oder so, nicht falsch verstehen, weil ich so, na, das ist eine andere Geschichte, was mit Holi, was so den Rest von Holi angeht, das ist eine andere Geschichte, das hat jetzt hier nichts zu suchen, soll jetzt hier nur in den Gaming Booster gehen und ich muss sagen, zum Eistee haben wir hier wirklich einen tatsächlichen riesengroßen Unterschied, wenn man beim Holi Energy anfängt zu trinken und das sozusagen anfängt in den Mund zu laufen, hast du wirklich echt einen richtig guten, süßlichen Geschmack. Das hast du hier überhaupt nicht. Also wenn du hier ansetzt und trinkst, hast du am Anfang gar keinen Geschmack. Dann schluckst du runter. Dann kommt so ein leicht süßlicher Geschmack. Auch so dieses Säuerliche vom Granatapfel. Aber es ist wirklich schon echt ein großer Unterschied. Also tatsächlich finde ich, haben wir hier es jetzt bei Holy mal nicht so, dass es wie so ein Saft schmeckt, sondern tatsächlich wie ein Gaming Booster. Ich kann euch auch nur empfehlen, das wirklich mal mit Kohlensäure zu probieren. Also ich habe ihn jetzt natürlich nicht natürlich getrunken mit natürlichem Leitungswasser, also mit stillem Leitungswasser. Einfach mit stillem Wasser, sondern mit Kohlensäure. Aber es schmeckt tatsächlich mit Kohlensäure wirklich gut. Und wir haben am Anfang wirklich eine gute Süße im Mund. Und wenn man den dann so ein bisschen länger im Mund hat, den Gaming Booster, sag ich mal, kommt dann wirklich dieses Säuerliche vom Granatapfel. Also ist wirklich echt eine leckere Sorte. Kann man auf jeden Fall gut trinken. Also klar, natürlich schmeckt es am Ende so ein bisschen ähnlich wie der Arizona, aber vom Geschmackserlebnis ist der Holy auf jeden Fall wesentlich intensiver als der von Arizona, obwohl wir hier noch Zucker drin haben. Ja, also ich finde den Holy vom Geschmack her wesentlich besser als den hier. Der schmeckt mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so gut. Da finde ich den Holy vom Geschmack besser. Granatapfel ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgetränk, aber tatsächlich finde ich, kann man das hier ganz gut trinken. Also ist nicht verkehrt. Der erste Schluck ist auch wirklich lecker. Also so der erste Moment. Ja, was gibt es zu sagen? Der Granatapfelgeschmack ist schön intensiv. Anfangs hast du, habe ich ja schon gesagt, so einen schönen süßlichen Geschmack im Mund. Später kommt dann, also was heißt später, kurz danach tritt dann ein guter Granatapfelgeschmack ein und dann kommt so eine schöne Säure, die, sag ich mal, ja, zu diesem Geschmackserlebnis führt, was man so hat. Ich finde, die Kombination ist sehr gelungen. Was ich allerdings nicht weiß, ob ich mir vorstellen könnte, davon jetzt 40, 50 Portionen zu trinken. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt nicht ein absoluter Granatapfel-Junkie ist, dass das dann doch ein bisschen langweilig werden könnte. Aber das ist halt nur meine Meinung. Trotzdem muss ich sagen, es ist ein guter Gaming-Booster, ein guter Geschmack. Hat auf jeden Fall gepunktet bei mir. Ist wirklich eine Sorte, wo ich sage, die schmeckt mir gut. Kann ich nichts anderes zu sagen. Ich würde hier tatsächlich eine gute 8,5 für geben. Kann man auf jeden Fall trinken. Und ja, wenn ihr den Pomegranate Piranha auch schon mal probiert habt, lasst es mich gerne wissen. Was ist eure Meinung zur neuen Sorte von Holy Energy? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Aktiviert gerne die Glocke und ja, like gerne das Video, kommentieren. Das war's an dieser Stelle eigentlich schon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Peace.